und übers Treibeis. Den ganzen Weg zurück bis zum Dorf, wie es aussieht, ha? Huh? Okay, Fuchsi, zieh mich. Oh, 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 oh. Okay, jetzt ist es also das Eis, das uns wegbricht, das hier noch die zusätzliche Gefahr ausstrahlt. Aber das ist mir weitaus lieber als die Polarlichter, ehrlich gesagt. Hops. Oh, 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 oh. Schön aufpassen hier. So, klappen die auch zu? Ja. Ich dachte es mir fast. Hops. Und hier rüber. Fuchsi zieht uns. Gut. Das läuft. Schneller. Wir haben nicht ewig Zeit. Okay, das geht weitaus besser als gerade eben mit den Polarlichtern, finde ich. Oh Mist. Ja, da verzieht er sich gleich. Okay. Na, dankeschön. Der Eisbär ist wieder da. Das Wetter findest du auch nicht gut, ne? Weg mit dir. Oh, ich dachte, es stürmt. Ich dachte, ich komme hier mit, aber nee. Ach du Schande. Na super, das wird ja toll jetzt. Weg mit dir. Komm schon, jetzt aber. Ja. Es ist manchmal wirklich nicht gut zu sehen, wann die Stürme da sind und wann nicht. Okay, der Eisbär sollte uns jetzt keine Probleme mehr machen. Selbst er flüchtet vor dem Eisriesen. Und ich glaube, wir sind durch. Kein Text diesmal? Keine Geschichte? Gut, ich glaube, jetzt sollten wir langsam da sein, oder? Jetzt müsste doch eigentlich schon das Dorf kommen. Und damit haben wir Kunuk Sayuka freigeschaltet. Das Wetter haben wir wohl auch verpasst, leider. Der große Mann sah, wie seine Dechsel nach oben durch die Luke im Dach geworfen wurde. Und weil ihn das so glücklich machte, brach er in Gelächter aus. Kunuk Sayuka Ariaha Ioihi. Okay, und am nächsten Tag wirst du Karibu-Spuren sehen. Heißt natürlich, die Karibus sind zurück. Und damit können sie auch wieder jagen. Schauen wir uns Kunuk Sayuka an. Ich muss echt nochmal nach den zwei Videos schauen, aber die werde ich schon finden. With the story of Kunuk Sayuka, told by Robert Cleveland, it's just a masterwork. It's a well-known story among the Inupiaq people. And in our case, of producing a video game that really reflects indigenous heritage, it captures the imagination
And it's something that you have a very specific kind of task to do. But there's a blizzard, you know, and it is just a non-stop blizzard that is overpowering the people. And there's one man that wants to figure it out. And in our case of the story, it's a girl that wants to find the source of that blizzard. The Blizzard Man, it's like that, is the physical embodiment of an element of nature. And so there's a person that needs to go up and take away that's chipping away that snow. In that community, the person least expected is the one who stands up and makes the difference. Humility is something that we value. And where that comes from is the idea that you are not the biggest thing in the world. And when you live in an extreme environment like where the Inuit reside, you're at the whim of the environment, of the climate, of the animals. You can be as prepared as you can, you know, by learning from your elders, but, you know, you're not the biggest force in the world. Und das haben wir auch zu spüren bekommen, denn so einiges hat uns gejagt auf unserer Reise, die jetzt zu Ende geht. Natürlich werde ich noch die Videos suchen und euch zeigen, wo sie sind, falls ihr es selbst mal spielen wollt und sie nicht findet. Keine Ahnung. Aber jetzt wollen wir uns erstmal anschauen, ob vielleicht noch ein Epilog kommt und noch ein Nachspiel. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, was es mit den Zitaten von Robert Cleveland auf sich hat. Das ist die Originalgeschichte zu diesem Spiel. Schauen wir uns das Ende an. Derigonnam nukat pem okallautiga neveq seqaruan illannin iñuneqaluaqubit aullangagaluaqubit aisulegubit itqaqsaqigma Asi tebra tau tu gunai kesok, tetapau ngah tak tua mun silamun. Tebra ten na nasum unip kara mau tu sangariga. Und damit endet Never Alone, ein relativ kurzes Spiel. Mit einer schönen Story, inspiriert von Kunuk Sayuka, erzählt von Robert Nasrook Cleveland. Tja, ich fand's wirklich schön. Nicht bloß, weil wir eine schöne Geschichte erlebt haben, weil das Spiel schon anspruchsvoll zum Ende hin war und man dann doch ein bisschen überlegen musste, wie man vorankommt und dadurch halt auch einen Unterhaltungswert durch den Anspruch hatte. War aber nicht zu schwer, muss ich sagen. Sondern auch, weil wir Einblicke in ein Volk erlangt haben, das nicht gerade im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, aber sehr schöne Ansichten auf die Welt hat, finde ich. Und es kann nie schaden, seinen Horizont zu erweitern und vielleicht findet man ja ab und zu auch mal selbst irgendwelche Teilaspekte in solchen Kulturen, die man für sich adaptieren kann und die man für sich so aufnehmen kann und wo man dann für sich sagen kann, so könnte ich mir die Welt auch vorstellen. Also gerade was so den Respekt gegenüber der Umwelt angeht, haben uns solche Naturvölker doch extrem viel voraus, finde ich. Und da kann man sich ruhig eine Scheibe von abschneiden. Da ist es, also ich finde, es ist ein hehres Ziel von den Inupiat, mit diesem Spielestudio uns ihre Kultur näher bringen zu wollen. Also es ist ja nicht von Fremden gemacht worden, sondern die haben ja wirklich dort richtig mitgewirkt, die Inupiat. Und das ist schon ziemlich cool, finde ich. Also es gefällt mir richtig gut. Würde ich gern mehr von sehen. Ich weiß nicht, ob die planen, mehr zu machen, Upper One Studio und E-Line Media. Habe ich mich zugegebenermaßen nicht informiert, aber wenn da was kommen sollte, würde ich mich drüber freuen. Also das war wirklich cool gewesen, muss ich sagen. Hat mir richtig gut gefallen. So, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall noch schauen, wo die zwei Eulen, die mir am Ende entgangen sind, noch zu finden sind und werde euch auch die Videos noch zeigen. Gibt also einen kleinen Epilog noch. Ansonsten möchte ich mich an dieser Stelle verabschieden und wir sehen uns bei einem anderen Projekt wieder, hoffe ich.
Schaltet wieder ein, mal sehen, was dann kommt. Ich werde bestimmt irgendwas Schönes finden im großen Fundus der Spielewelt da draußen. Bis dann, macht's gut, haut rein und tschüss. So, ich bin nochmal im Waldgebiet, im ersten Waldgebiet, nachdem der Fuchs wiederbelebt wurde sozusagen, nachdem er gestorben ist. Und hier drüben, ich bin gerade von hier gekommen, wo uns die Adler hier in Stufen heruntergelassen haben. Und hier drüben habe ich gerade das, wo ich jetzt draufstehe, runtergeklappt, wo ich dachte, dass einfach nur ein Shortcut entstanden ist. Es ist nicht nur ein Shortcut, sondern wenn wir hier auf das Ding draufgehen, haben wir auf diesen Zweig noch unsere Eule sitzen. Die habe ich jetzt gerade schon genommen, dooferweise, sonst hätte ich sie euch noch zeigen können. Hier finden wir also die Eule, die uns im Waldgebiet noch gefehlt hat. Und das Video dazu wollen wir uns natürlich noch anschauen. Wiedergeburt und Namensgebung. We have our Dimi, the body, which returns to Nuna, the earth. And we have Atif, who is our name. That has been passed down to us over the generations. The spirit of our Atif lives on so long as man remembers that name. It would be hard to describe what happens after death. The feeling is that when our Anirinir returns to Sila, then that may be reborn if the name is passed on to a new child, who can then retain some of the memories of the original name. And so it's not uncommon for grown-ups or adults to meet a child who has the same name maybe as their grandmother and say, hi, Akka, which means grandma, hi, Appa, or hi, little mom, or hi, little dad, because it's the traditional belief that their soul, you know, is continuing on. Humans are renewed and replenished over time. Just like our plants, every year flowers are born and bloom and they die. Next year, they are born again. Irgendwie niedlich, oder? Also wäre schade gewesen, wenn ich das jetzt nicht noch gesucht hätte. Gefällt mir richtig gut. Erinnert doch ziemlich stark an östliche Religionen, auch an östliche Weltanschauungen mit Wiedergeburt und so weiter. Aber finde ich schon total niedlich, dass Namensvettern dann auch als Hallo Oma, Hallo Opa, dass sie auch so angesprochen werden, wenn eben die Oma oder der Opa auch den Namen getragen hat. Na gut, dann begebe ich mich mal in die Tundra und werde beim Eisriesen nochmal schauen, dass ich noch die Wetterphänomene finde. Ich kann mir denken, wo sie liegen. Oder Wetterkunde hieß es. Ich kann mir denken, wo sie liegen. Schauen wir einfach mal. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, nun also auch noch das letzte. Ging schneller als gedacht. Ich habe es jetzt blöderweise schon wieder aufgenommen. Hier ist noch der Eingang zur Eishöhle, wo wir dann zum Eisriesen hinaufsteigen müssen. Und beim letzten Mal bin ich direkt hier lang, nach oben. Weil ich eigentlich dachte, dass das eine geheime Ecke ist. Aber das war ja der richtige Weg. Wenn man aber hier lang weitergeht, wo ich noch dachte, da ist ja nichts weiter, geht's in eine sehr große Eishöhle rein, an deren Ende hier hinten eine Eule gesessen hat. Hier ungefähr in der Ecke. Ja, hier so ungefähr.
Ich weiß gar nicht, wo es hier hinten dann noch weitergeht. Wahrscheinlich ist dann einfach Schluss irgendwann. Ja, sieht ganz danach aus. Oder? Was ist denn hier hinten? Ich weiß es nicht. Tatsächlich, da ist dann einfach nur das Höhlenende. Okay, damit haben wir jetzt also auch noch den letzten Einblick gefunden, den wir uns nun natürlich noch gerne anschauen wollen. Die Wetterkunde. With regard to the environment, the blizzards have been one of the key elements that have impacted the survival of people, especially in the hard winter. We know a blizzard is coming when the moon is starting to get fuzzy. We also look at the stars. When the stars are twinkling fast, we know a storm is approaching. We look to the clouds in the sky to give us a direction the storm is coming from. We learn these as children by observing weather on a daily basis. Was sicherlich, wenn man in der Natur draußen lebt, sehr wichtig sein wird. Das glaube ich schon, dass das dann mit zur Grundausstattung sozusagen gehört. Gut, damit haben wir nun alle Einblicke gefunden und haben somit eigentlich ziemlich alles in dem Spiel entdeckt, was es zu entdecken gab, würde ich denken. Ne? Also wir können ja nochmal gucken, die Kultureinblicke sind vollständig jetzt, so wie ich das wollte. Und ja, damit möchte ich mich jetzt nochmal verabschieden von euch. Ich habe gerade nochmal festgestellt, als ich im Wald war, ich finde auch unglaublich schön, was für Szenarien die da gezeichnet haben. Also gerade das mit dem lebendig gewordenen Wald dort im Eis, das hat mir richtig gut gefallen. Also ich kann es nur empfehlen, das Spiel Never Alone ist halt, also mir gefällt es wirklich gut und es bietet halt schöne Einblicke in eine fremde Kultur. Kann ich nur empfehlen, spielt es selbst. Es ist anspruchsvoll am Ende, aber es ist nicht so schwer, wie ich gedacht hatte, nachdem ich einige Kommentare von anderen gelesen hatte. Vielleicht wurde es auch ein bisschen ausgebessert, vielleicht gab es Bugfixes dran, also es gab ja viele, die sich auch über Bugs dran aufgeregt haben. Also mit der Tastatursteuerung bin ich dann auch mit Ebola klargekommen und dann war eigentlich alles in Ordnung, also keine Probleme gehabt. Gut, damit möchte ich mich jetzt aber nochmal verabschieden von euch, wir sehen uns in einem anderen Projekt wieder. Bis dahin macht's gut, haut rein und bis bald.